was ist los in diesem Land? Oh, 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 was ist los in diesem Land? Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Der NATO-Mächte, der Türkei, der USA, Deutschlands, Frankreichs, Englands und ihren Verbündeten Israels, Saudi-Arabiens, Katars, Bahrains sind schuld an Tod und Elend hunderter Millionen Menschen. Sei es in Syrien, sei es in der Ukraine, sei es in Palästina, in Jugoslawien, in Afghanistan oder im Irak. Steinmeier, von der Leyen, die SPD und die Grüne und die CDU hätten Orden in den 30ern bekommen. Sie haben die Deutschen weitergebracht, als sie ihre Vorfahren jemals denken konnten. Deutschland wird am Hindukusch und in der Ostukraine jetzt verteidigt. Wir haben Panzer, wir haben deutsche Panzer in der Ukraine und die Bild beschwert sich über Panzer in Berlin, die an die Befreiung von Faschisten gedenken. Die gedenken an die Befreiung von Faschisten. Man beschwert sich nicht über die Panzer, die man Faschisten schickt. Man beschwert sich über die Panzer, die uns von den Faschisten befreit haben. So weit sind wir gekommen. Und wir müssen Widerstand leisten. Unser Widerstand ist nicht gegen Völker, unser Widerstand ist nicht gegen Religion, nicht gegen Ethnien, nicht gegen Länder. Unser Widerstand ist gegen oben, unser Widerstand ist gegen die Kriegstreiber, gegen die Leute, die daraus Geld gewinnen und gegen die Leute, die Geld mit dem Tod machen. Ich möchte eine Welt mit Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Und vor allen Dingen Anerkennung. Denn man wühlt nur noch mit in Negativismen rum. Das Gute wird nicht mehr erzählt. Und das ist Wert für die Seele und für die ganze Bevölkerung. Und man muss endlich aufhören, dass sich die Regierung selbst bedient. Das sind erkaufte Stimmen. Die Genossin, die gerade hier gesprochen hat, drüber redete. Ja, da ist der Wirtschaftszweig, der wichtige Wirtschaftszweig, die ganze Montanindustrie angesiedelt. Und es geht bei Kriegen niemals um Gerechtigkeit. Es geht nicht um Frauenrechte, es geht nicht um Minderheitenschutz, es geht immer um Schürfrechte. Es geht um Öl, es geht um Gold, es geht um Ressourcen. Immer, grundsätzlich. Und das verschweigen uns unsere Medien und wollen uns irgendeinen Scheiß erzählen, weil wir in Afghanistan Frauenrechte schützen wollten, seien wir da. Nein. Transferpipelines sind das in Afghanistan. Aber um nochmal auf die Ukraine zurückzukommen. Unsere Medien unterrichten uns nicht richtig. Ihr müsst ins Internet gehen. Ihr habt Facebook. Das Internet ist nicht nur für Facebook und Amazon. Und wenn ihr bei Facebook seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mal zu hören, was die Menschen so erzählen, was abseits vom Mainstream ist. Wir werden verblödet von der Presse. Wir werden verblödet von Spiegel, Bild-Zeitung, FAZ und Süddeutscher. Da gibt es immer Ausnahmen, ja. Ich will hier niemanden pauschal verurteilen, ja, aber größtenteils ist es so. Und deshalb, der Spiegel hat übrigens dazu, das möchte ich euch vielleicht nochmal erzählen, dafür gesorgt, dass die Bandbreite, die vorher für die IG Metall auf riesigen Festivals vor 30.000 Leuten als Vorband von Gentleman und H-Blocks, ja, das sind wir hier, die jetzt hier vor 200, 300 Leuten stehen, ja, auf der Bühne standen, ja, weil die Gewerkschaft gesagt hat, ihr transportiert das war diese neoliberale Ungerechtigkeit auf der Welt so gut. Ja, und dann haben wir einen Song gemacht, den ich selbst gemacht und dann fanden sie uns nicht mehr so gut. Dann sind wir rausgekickt worden. Und warum? Weil der Spiegel geschrieben hat, DGB lässt Verschwörungstheoretiker rappen. Verschwörungstheorie heißt heute alles, was ich eigentlich Wahrheit nennen sollte. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden.